Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir reagieren heute auf die besten Deutschrap-Lines 2020, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt aufs Video und ich freue mich auch darauf zu reagieren. Und ich glaube, 80% des Videos wird Kollega gehören, Alter. So gefühlt, denke ich einfach. Freunde, ich freue mich auf jeden Fall darauf zu reagieren und ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel drum herum. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung und ich würde sagen, wir gehen ins Video, Alter. Let's go. Mit der Walter 9 Milli lässt der Genie-Wünsche offen wie bei Aladdin von Disney. Oh, die war stark, Digga, aber ich muss sie nochmal lesen. Das war viel zu schnell, ich sag dir ehrlich. Magazin Fixi mit der Walter 9 Milli lässt der Genie-Wünsche offen wie bei Aladdin von Disney. Stark. Wie ich mit den Mamis flirte, das ist Muttersprache. Stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware. Ficke die Staatsgewalt, kippe den Karneval und drücke das Gaspedal. Wie eine Schwanenhals. Boah, das war geil, stark. Digga. Sehr nice Line, Digga. LV und Fendi-Hemd, während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Secondhand wie Menschen mit einer Arthrose. Mein Leibgericht schmeckt überall und nicht bei Mutti. Denn mein Leibgericht ist Pussy. Heute, soweit man gucken kann, Rapper ohne Lust am Job machen Pop aus Gruppenzwang und werden verbannt aus dem Wunderland. Untergang der Kultur, weil wir keinen Bezug mehr haben und irgendwann kommt das zurück wie ein Bumerang. Stark. Ah. Auch endlich mal jemand, der die Bumerang-Line richtig nutzt, Alter. Okay, wir machen weiter. Hab das Kuschungsgang so gut versteckt im Bus, verdammt, das Kopf kein Zeug im Becken wie im Schutzprogramm. Weil bei mir Einfallsreichtum vorhanden ist, breche ich bei dir Einfallsreichtum vorhanden. Boah, die Line ist stark, Digga, sehr nice. Die ist sehr stark, aber weißt du, was das krasse ist? Hier sind viele Rapper, die jetzt nicht so, sag ich mal, so krass relevant sind wie ein Kollege oder so, ja, weißt du? Ja, das stimmt. Da sind schon viele Underground-Rapper. So, ja, Underground-Rapper, ja, Mann, das ist krass, ey. Beispielsweise hier bei Line 8, Alter, Balkan, sagen wir dazu gar nichts mehr. So, eben, deswegen, so. Das meine ich ja. Aber die Line ist sehr, sehr stark, Digga. Praktisch Visionär, 18 Mio schwer. Kein Burnout, doch du sprichst hier mit einem Plattenmillionär. Ein paar Bitches nimmst du mit und dein paar lässt es stehen. Egal, auf meinem Grundstück sollen ein paar Läste stehen. Boah. Wieso ein Rapper so viel Klicks, keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung, keine Ahnung. Stark. Wie ich deine Homeboys diese Misse zerlegt, denn sie sind außen hart, doch innen süß, Skittles-Dragees. Boah, geil, aber ich muss sagen, wie hießen die, Alter, oder der? Es waren noch zwei Namen jetzt, oder? Hier, Mello und Bo, Alter, sagt mir auch gar nichts. So, gar nichts. Okay, Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Line eure Lieblingsline ist, Alter. Und wir machen weiter. Ich bin wie Helmut Kohl und verrate nie die Crew. Wenn ich komm mal zu einem Fenster aus einem Hakenkreuzer-Tuch. Zieh den Aluhut aus und den Anglerhut auf. Und bitte, bitte kill Bill und seine grausame Frau. Diese Welt ist nur so flach wie der Verstand, der sie baut. Spritz mir das Adrenochrom bitte direkt in den Bauch. Ist schon nur Blabla, die Blabla, alle die Lava-like labern. Verlass mich da nicht aufs Karma und dräng sie ab von der Fahrbahn. FFF 666, Xavier und Satan. Wunder mich nur, dass keiner rausfand, dass ich damals vom Mars kam. Boah, das war stark. Weißt du, woran mich das bisschen erinnert hat? An Contra K. Ja, so ein bisschen stimmt, so. Stimmt, Alter. Das war sehr, von sehr stark, von der Thematik, von dem Flow, von auch der Stimme. So ein bisschen, von der Stimmlage, stimmt. Okay, SSIO, okay, das kann nice werden, Digga. Kein Whisky, kein Mojito, Prosecco. Ich klapp Frauen auf Joy-Club durch Profilbild von Mero. Das SEK stimmt, meinen G-Wagon. Doch da war längst der liebe G-Wagon. It was all a me. Boah, das war auch nice, Digga. Wir shooten mit Night Vision durch tiefe Täler und Schatten. Beide wieder lebt mit den Ratten. Doch ein Baum braucht auch paar Niederschläge zum Wachsen. Immer noch Boah. Boah. Doch ein Baum braucht auch ein paar Niederschläge zum Wachsen. Krass, Digga. Krank, wenn das ein Kollege sagt, so Respekt, krank, wirklich. Stark, Alter. Okay, Platz 17, Kilomatik, Marktlücke. Geil. Im Knast Stechereien mit nem Suppenlöffel. Heute reicht eine Line, du schneidest dir die Notenzöpfe. Schnüpfe. Als Kinder wünschten wir uns Sandsäcke vom Papa auf der Tanzfläche. Kraftmager, ich bin Asche und nicht Ascher. Oh. Jeder erwartete, dass es knallt, die vertragen sich niemals. So wie Cannabis und Alk, aber wir atmen alle denselben Smog zwischen Banden, Monster und Dealern. Public Enemies, wie Kombi Tupac, angeschossenen Beamer. Boah, stark, ne? Die vertragen sich nicht wie Cannabis und Alk. Und dann noch, Public Enemies, wir kommen angeschossen wie Tupac im Beamer. Stark. Aber weißt du, worauf die Line angelehnt ist mit Tupac? Ja, natürlich. Krank, Digga. Darauf, dass er angeschossen ja, wurde ja. damals. Respekt, so, Digga. Stark.
jede Nacht Insomnia. Rap ist heute poppiger und Leute lieben Vögel, die auf Stoff sind wie bei Hollister. Ich konfiguriere cremefarbene Karten, kenn keine Kontoauszüge. Lady Marmalade serviert Croissants mit Konfitüre. Sag, was geht, wenn du mich Flyerstock am Block siehst? Chef im Haus, Onkel Phil, Bill Cosby. Ich hab das Game in meiner Tasche, Tamagotchi. Ey, ich muss sagen, von Elias habe ich auch gefühlt voll lange nichts mehr gehört. Elias, ne? Hat ja seine ersten Lieder so gebracht. Ja. Er hat ja 3-4 Lieder und dann hat er ja sein Album gebracht. Ja. Und der hat ja nur ein Single-Album. Okay. Der hatte ein ganzes Album nur mit Singles. Ja. Und jetzt ist der, glaube ich, ein bisschen am Chillen oder am Machen, so entweder oder. Okay. Ich bin gespannt, wann der Bruder wieder was raushaut, Alter. Ich hab Bock auf den zu reagieren. So. Haben wir auch noch nicht gemacht, Alter, weil der einfach nichts raushaut. Ja, stimmt. Okay, Platz 23. Aus der Straßenrennen, mein Wagen hat 1000 Pferde und du machst bei Bitches Abstriche, so wie Frauenärzte. In der KIZ, Luxbox, Chloroform und Plastikplane. Der Sex mit ihr war so gut, ich sag der Familie, wo ich sie begraben habe. Rip wie ein Aquarell, Bitches Sackmodell, ficke Rockefeller bei einem Schachduell. Machiavelli in der Schattenwelt, weil der Mexican Rap macht Taco Bell. Boah. Ja. Bitch, ich mache keine Songs zum Mitsingen. Bin kein Bleistift, doch ich schreib nur, wenn ich spitz bin. Die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt die 8,50, wär's hier Gangster. Boah, yeah. Das war geil. Das ist geil. Das war sehr, sehr nice, der kam bei mir später. Okay, jetzt hier wieder Kollege. Ich hab doch gesagt, Digga, 80% des Videos gehört einfach Kollege, Digga. Poetischer Straßenrap, mein Sound hatte schon immer etwas Beethoven-artiges, etwas Melodramatisches, denn es dauerte zum Fame, ich wurde laufend übersehen. So wie Jesus von Nazareth, komm in mein. Boah, okay, da haben wir auch drauf reagiert, das war mit Asche, das kam auch vor kurzem raus, Alter, sehr, sehr geil. Aber die Line nochmal so zu lesen jetzt und richtig zu verstehen, das kommt immer geil, Alter. Übertrieben nice. Okay, PA Sports, 100 Bars, Final Kill, Alter. Ich war das Gefestes, die Zeilen sind mein Vermächtnis, beseitige deine Wackness, denn keiner schreibt mit der Technik, sie weit und breit, keine Nächste, dreist dich in Teile und fress dich, der weiße Hai kommt und rächt dich, ich bleibe frei und bestechlich, die Einzelheiten sind lästig, doch Scheiße und Scheiße deckt sich, nur 31er fressen, ab Seiten frei auf der Blacklist, der Michael Knight in dem Rap-Shit zerteile bleibt, wenn es Stress gibt, zerreiße live ohne Hektik, den Einheitsbrei der Top Ten ist, ich scheiß auf peinliche Faggots, die Eier zeigen per Message, bring sie auf die Bühne, ich kill sie rein, weise wie Kendrick. Also ich muss sagen, ne, das, ne, war mit eines der besten, also mit eines der lyrisch besten Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind, Digga. Auf jeden Fall. Das war wirklich eine 10 von 10, also wirklich. Da war, wie lange ging das hier nochmal? 6-8 Minuten? So? Ich glaube 6 Minuten. 6-8 Minuten lyrische Power nur. Digga, das war eine komplette Zerfickung, Alter. Von Minute 1 bis Minute 8. Wirklich krank. Ich bin ride or die ohne Grenzen. Guck, meine Leistung ist Champion. Du scheißt dir gleich in die Pampers. Der Hype ist leider zu Ende. Fake Friends, Fake Streams, Fake Toner. Rapper ficken, tranzen wie bei Hangover. Hab die 47, Bitch, kein Rap, MC ist straight. Polizei fand nur ne Replika, die echte liegt im Safe. Zum Abschluss nochmal ein bisschen Retalk hier. Ja, so. Nice. Okay, geiles Video wieder von dem Bruder, Alter. Sehr, sehr nice. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Originalvideo auch gerne bei ihm abchecken. Der Link ist in der Beschreibung, Freunde. War auf jeden Fall wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Geile Lines waren dabei, Freunde. Wie man es auf jeden Fall gewohnt ist von dem Format. Und wie man es auch gewohnt ist von dem Format, war sehr viel Kollege wieder am Start. Ja, Mann. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. We'll be right back.